Hallo liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grünen Tipp. Heute erfahrt ihr einiges zum Thema Bodenanalyse. Denn damit im Garten alles schön grünt, blüht und gedeiht, muss man wissen, was für einen Boden man hat. Ich zum Beispiel habe hier einen lehmigen Boden. Und damit ihr wisst, was ihr für einen Boden im Garten habt, schaut euch am besten dieses Video an. Unsere Pflanzen haben alle einen unterschiedlichen Anspruch an den Boden. Deshalb ist es vor der Anlage eines Gartens wichtig zu wissen, was für einen Boden man hat. Natürlich kann man eine Bodenanalyse in Auftrag geben. Dann wisst ihr alles ganz genau. Aber einen ersten Überblick könnt ihr euch durchaus selbst von eurem Boden machen. Am leichtesten ist es, die Bodenart zu bestimmen. Dazu grabt ihr zunächst ein spatentiefes Loch und nehmt einige Handvoll Erde heraus. Dann vermischt ihr die Erde mit ein wenig Wasser. Und versucht, eine Rolle zu formen. Wenn sie so durch die Finger rinnt, dann habt ihr einen eher sandigen Boden. Kann man etwas besser eine Rolle formen, die leicht zerbröselt, dann ist es ein lehmiger Boden. Kann man diese Erdrolle dann noch weiter formen, zum Beispiel zu so einem Hufeisen, und die Bodenpartikel kleben aneinander, dann handelt es sich um einen tonigen Boden. Sandboden hat eine grobe Körnung und lässt sich nicht formen. Er ist gut durchlüftet und neigt nicht zur Staunässe. Allerdings speichert er auch Nährstoffe nicht besonders gut. Zur Verbesserung könnt ihr zum Beispiel Kompost einarbeiten. Bei lehmigen Boden heften die Bodenteilchen aneinander, zerbröseln aber, wenn man sie in der Hand rollt. Er ist relativ dunkel und speichert Wasser sowie Nährstoffe gut. Hier sind kaum Bodenverbesserungen nötig. Toniger Boden hat eine sehr feine Körnung und die Bodenpartikel kleben geradezu aneinander. Solche Böden sind schlecht durchlüftet, speichern dafür aber sehr gut Wasser und Nährstoffe. Da die Erde jedoch meist stark verdichtet ist, könnt ihr den Boden einmalig mit feinem Kies und regelmäßig mit Komposterde mischen. So, nun wisst ihr, was ihr für einen Boden in eurem Garten habt. Darüber hinaus ist aber auch der Säuregehalt noch wichtig. Diesen kann man ganz einfach selbst bestimmen, und zwar mit so einem pH-Tester. Je nachdem, was dabei rauskommt, kann man zum Beispiel sauren Boden mit etwas Kalk aufbessern. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, besorgt ihr euch ein Multifunktionsgerät. Damit kann man dann zusätzlich auch die Bodenfeuchtigkeit und die Temperatur bestimmen. So, ich hoffe, meine Tipps zum Thema Bodenanalyse haben euch etwas geholfen und ihr wisst jetzt nun besser, was für einen Boden ihr im Garten habt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie bitte wie immer unten ins Kommentarfeld. Viel Spaß beim Gärtnern und bis zum nächsten Mal hier im Grünen Tipp.